Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Lange ist es her, zu einer weiteren Sprint zur Glory. Heute in Liga 3 mit dem eigentlichen Absteiger, leider bereits, der feststeht, in die Regionalliga mit dem VfB Lübeck. Und das letzte Mal die Ehre für den VfB Lübeck, die aufgestiegen sind, jetzt leider wieder direkt runter müssen. Es gibt sie also noch in FIFA 21 und genau deshalb nutzen wir die Chance heute mit einer Sprint zur Glory. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram, da gibt es Fragerunden, alles Wichtige zu Karrieren, STGs und so weiter und so fort. Und falls ihr irgendwelche Experimente in Sachen STG oder weitere STG-Vorschläge habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, was das mit dem Intro? Die Facecam verschwindet, wir starten direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir starten rein in ein neues Projekt, in eine ganz neue Sprint to Glory in Liga 3 und übernehmen den VfB Lübeck. Die vergangene Saison in die dritte Liga aufgestiegen sind, leider Gottes müssen sie sich jetzt wieder verabschieden. Es geht runter in die Regionalliga. Aber genau das wollen wir hier vermeiden, ist ja in FIFA sowieso nicht möglich. Wir wollen aber nicht nur den Klassenerhalt in Liga 3, wir wollen aufsteigen in Liga 2, in Liga 1, wollen dann ins europäische Geschäft und im Endeffekt diese Sprint to Glory erst beenden, wenn wir mit dem VfB Lübeck die Champions League gewonnen haben. Das beste Beispiel dafür, es geht am Anfang nur mit Schnäppchen. Der VfB Lübeck hat nämlich ein bisschen was gemacht, ihr seht es hier, 6 Spiele, 8 Punkte, die Transferphase liegt bereits hinter uns. Wir haben einige Spiele verkauft, es geht da nicht um Sympathie, also alle Lübeck-Fans, nehmt mir nicht allzu rum. Ich musste Geld ein bisschen eintreiben. Gruppe, Luyumbula haben wir verliehen. Hopsch ist gegangen, genauso Wolf. Dann haben wir Riedel verkauft. Hebisch haben wir verliehen. Weißmann ist gegangen. Malone genauso. Und auch Boland. Den kennen wir noch aus seiner Zeit bei Eintracht Braunschweig. Viel Geld von vornherein. Fehlanzeige. Es waren, glaube ich, nicht einmal 2 Millionen. Das Vorbereitungsturnier war in der Gruppenphase rum. Von daher hatten wir nicht die besten Möglichkeiten in Sachen Neuzugänge. Es sind dann aber tatsächlich doch 3 Stück geworden. Gavin Basunu, das hat leider nicht funktioniert. Es kam aber Angelo Stiller mit 1,6 Millionen. Den haben wir dann direkt umtrainiert auf die 8, ist dadurch 3 Ratingpunkte hochgegangen. Dann Karamoko Dembele hatte eigentlich eine 63, ist mittlerweile verletzt, Schlüsselbeinfraktur, dementsprechend direkt mal 1 an Rating verloren. Und wir haben Mario Mitai, albanischer Spieler, 1,2 Millionen, kam von AEK Athen. Das im Hintergrund ist dann unsere Mannschaft in absoluter Bestbesetzung. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Stiller ist tatsächlich nicht der beste Spieler bei uns im Kader, denn da haben wir Jakob Horn. Das ist einer von dem Anfangs-Scout-Bericht, wenn man in eine neue Karriere reingeht. Ich habe den eigentlich auf der Transferliste, weil wir mit dem Geld den Kader in der Breite natürlich viel, viel besser hätten aufstellen können. Jetzt spielt er einfach dieses eine Jahr, darf sich gerne noch entwickeln, sodass wir dann in der nächsten Saison, wahrscheinlich in Liga 3 hoffentlich, ich denke jetzt nicht, dass wir aufsteigen werden, wobei mehr als Liga 3 wird es dann eh nicht, schlechter genauso wenig. Will ich ihn dann verkaufen und will dann mit dem Geld den Kader in der Breite natürlich vorantreiben, das ist kein großer Cheat, das ist aber in der Hinsicht natürlich schon ein absoluter Vorteil, den man aber, glaube ich, mitnehmen kann, weil das erspart mir in der Aufnahme sicherlich eine Stunde, vielleicht sogar 2. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht allzu krumm. Versteht diese Entscheidung. Verkaufen tun wir Jakob Horn nächstes Jahr, sodass wir dann den Kader in der Breite aufrechterhalten können. Angebote waren da, das kann ich euch gerne zeigen, aber es ist jedes Mal wieder zum Stillstand gekommen. Sieht man leider gar nicht mehr. Nee, okay, bitter. Ja, aber es waren so viele Angebote. Nehmen wir aber natürlich trotzdem mit. Ein 72er Gesamtrating-Spieler ist natürlich der Beste bei uns im Kader. Nichtsdestotrotz, Angelo Stiller ist der Kapitän, hat sich bisher am besten entwickelt und führt diese Mannschaft aufs Feld. Ja, wir müssen den Kader aber trotzdem komplett umkrempeln binnen den nächsten paar Jahren. Von daher kommt das Geld nächstes Jahr bei einem möglichen Verkauf von uns sehr gelegen. Und uns kommt jetzt der 1. Januar sehr gelegen. In der Hoffnung, dass man immer mal wieder Punkte holt, dass man mit den unteren 3, 4, 5, vielleicht sogar 6 Plätzen nichts zu tun hat, sodass wir völlig zufrieden in Richtung Wintertransferphase steuern. Ich habe den Anfangs-Scout, der hatte jeweils nur 1 Stern, jetzt mal gefeuert. Elias Kurz kam hier, belgischer Scout, 2 Sterne Erfahrung, 3 Sterne Einschätzung. 190.000 hat der gekostet, habe ich einfach mal mitgenommen, denn wir werden nicht ganz so viele Punkte holen und dürften dann die Unzufriedenheit des Vorstands gerne, ja, mit ein paar guten Jugendspielern ausgleichen. Die Simulation an den 1. Januar neigt sich dem Ende zu. Ich habe die Kalendersimulation allen Monat unterbrochen, um den neuen Jugendscout immer mal wieder zurückzunehmen. Es war durchaus positiv. Positive Ergebnisse und auch durchaus negative, aber Lübeck steht auf Platz 11. Das ist zufriedenstellend für uns, für euch sicherlich auch und für den Vorstand natürlich auch, der damit gar keine Probleme hat. Wir holen immer mal wieder auch ein paar Spieler aus der Jugendakademie, das ist ganz, ganz wichtig. Als bestes Beispiel, wir haben jetzt Peters aus der Jugend geholt, weil der als Ersatzgeber deutlich besser wäre als Gommert aktuell. Von daher ist das dann auch für uns natürlich absolut vorteilhaft. Innenverteidiger ausgeliehen von Pauli ist weg, genauso der Außenbahnspieler ausgeliehen von Paderborn ist zurückgeholt worden. Einfach bei zu wenig Einsatzzeit, die
die ich aber natürlich nicht selber regulieren kann, denn wir simulieren ja im Kalender. Dafür aber haben wir mit Haas einen neuen Spieler aus der Jugend, der direkt auf die 65 gegangen ist. Übernommen haben wir den mit einer 60, dann auf die ZOM-Position umtrainiert, dann ist er 4 hoch und jetzt im Laufe der restlichen Hinrunde auch nochmal 1 hoch. Das ist ganz gut, denn auch Jugendspieler dürfen natürlich in solchen Sprint-to-Glories eine Rolle spielen. Unsere Rolle spielt sich aktuell so im Mittelfeld der Drittliga-Tabelle ab. Das ist für uns aber völlig in Ordnung. Ihr seht hier, Paderborn hat Steinwender zurückgeholt und dann haben wir hier Zehir, der zurück zu St. Pauli gegangen ist. Also das auf jeden Fall mal zu dem Thema. 27 Punkte, super zufrieden für uns. Wir wollen die Saison über die Bühne bringen und nächstes Jahr bei einem möglichen Verkauf von Horn dann so richtig angreifen auf dem Transfermarkt. Zwei weitere Spieler aus der Jugendakademie. Wir haben Gabriel Baumann, der jetzt auf jeden Fall zum Profi befördert wird. Ich simuliere jetzt mal ganz kurz zum Ende der Saison. Dann gibt es nähere Infos dazu. Jetzt ist die Saison zu Ende. Wir sind angekommen am 9. Mai. Was bedeutet, wir gucken zurück und Lübeck auf Platz 8. Einstelliger Tabellenplatz. Und wenn wir jetzt mal drauf schauen und wir hätten das letzte Spiel gewonnen und nicht nur unentschieden gespielt, hätten wir 58 Punkte und hätten tatsächlich nur einen Punkt hinter 1860 München auf der Relegation diese Saison beendet. Es war also unfassbar eng. Das muss man auch fairerweise mal dazu sagen. Das ist eine bombastische Liga. In Liga 3 muss man sich überhaupt erstmal abheben können. Aber das ist uns gelungen. Zumindest verhältnismäßig, würde ich behaupten. Wir haben hier Baumann. Das ist der neue Innenverteidiger. Das ist Jugendspieler Nummer 1 neben Haas und auch Horn. Ja, die kann ich mir schon langfristig vorstellen. Akono ist nur ausgeliehen. Ich meine von Mainz. Der wird wieder zurückgehen. Wir brauchen nächstes Jahr einen Verkauf von Horn, um uns natürlich in der kompletten Breite dann auch verbessern zu können. Gerade auch so ein Torhüter ist wichtig. Reda hat den nächsten Schritt gemacht, aber ich bin auch tatsächlich nicht abgeneigt, hier zu sagen, man holt einen anderen. Und jetzt ab in die zweite Saison. Ich kümmere mich noch um auslaufende Spielerverträge und dann sehen wir uns schon dort. Vorbereitungsturnier gegen Port, Nancy und Rodé. Ja, wir gehen also rein, haben hier direkt mal einen Positioning Change bei einem Jugendspieler, was man natürlich mitnimmt, denn die haben dann oftmals auch nochmal einen großen Sprung, in dem Fall jetzt nicht. Halb so wild. Wir gehen rein, bis zu 2,1 Millionen aus dem Vorbereitungsturnier. Wir sehen hier, wir bräuchten einen neuen Stürmer. Wer das dann wird, ich weiß es nicht, aber wir wollen natürlich auch Spieler verkaufen, haben 3,76 Millionen, ich setze mich ran und melde mich natürlich gleich mit der Übersicht aller Transfers bei euch. Das ist mal eine Momentaufnahme. In Saison Nummer 2 nach der abgeschlossenen Sommertransferphase haben wir 16 Punkte aus 6 Spielen, bedeutet für jeden, der rechnen kann und damit will ich niemanden angreifen, 5 Siege und ein Unentschieden. Unterhaching hat auch einen Spieler, der tatsächlich hier Kandidat wäre für den Spieler des Monats. Bei uns sind es 2 Stück, ich weiß nicht, wer das rechts ist, aber auf jeden Fall ist der andere unser Zehner mit Haas. Ihr habt ja gerade eben bereits ein paar andere neue Zugänge gesehen. Der eine davon gerade auf dem Tor des bzw. Spieler des Monats Plakat könnte Sesko gewesen sein. 1,4 Millionen. Pirola 2,6. Das ist der nächste Deal. Basulu kam für 2,65. Ricci 3,1. Hier haben wir Sarmiento 3,8. Petersen 2,55. Lucky, Lachi, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. 2,1. Und hier Okumbova im Tausch. Und wir haben zu guter Letzt noch hier für 2,3 Millionen Bayaram. Der ist mit Karamoko Dembele im Tausch gekommen. Einfach gleich alt. 4 Ratingpunkte besser. Hat ein besseres Potenzial und von daher sind wir den Weg gegangen. Heißt jetzt nochmal für euch, nicht nur in kurzer Verfassung, sondern auch hier jetzt einfach mal mit ein bisschen Zeit. Das ist unser Team aktuell. Kann sich, wie ich finde, auf jeden Fall richtig sehen lassen. Deichmann ist zu St. Pauli gegangen, 780.000, FK 4,4 Yokohama, Valencia holt sich Ramay für 910.000 und der CA Osasuna sichert sich die Dienste von Horn für 20,8 Millionen. Ich habe es predicted, ich habe es vorhergesehen, wir haben gesagt, wir machen das und von daher ist das perfekt. Der Jugendscout ist auch unterwegs in Frankreich, dementsprechend haben wir auch da natürlich, was die Zufriedenheit des Vorstands und die Ziele betrifft, auf jeden Fall alles in eigener Hand. Ich speichere auf jeden Fall mal zur Sicherheit ab. Ihr seht ja hier Lübeck privat, da habe ich euch ja in der Insta-Story schon mal ein bisschen auf jeden Fall auf Vordermann gehalten. Deshalb hatte ich jetzt umso mehr Bock auf eine richtige STG. Wir sehen uns am 1. Januar in der Hoffnung, dass wir vielleicht tatsächlich den Aufstieg festmachen können. Die Wintertransferphase steht vor der Tür. Ich musste parallel ein Video online bringen, weshalb ich gar nichts mit den Ergebnissen am Hut habe. Ich habe nichts mitbekommen. Es sind aber 40 Punkte aus 19 Spielen. Der Absteiger aus Liga 2 war unter anderem Jan Regensburg, die 7 Punkte hinter uns. Der andere Absteiger, das würde mich jetzt tatsächlich mal noch interessieren, ist, wo sind sie denn? Hier, Braunschweig. Okay, und dann sind nur 2 Mannschaften runter. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und übersehe keine Mannschaft, aber wir sind auf dem besten Weg nach oben. 11 Siege, 7 Unentschieden und nur eine einzige Niederlage und eine Mannschaft, die immer, immer besser wird. Es ist tatsächlich jetzt 3 aus der Viererkette plus der Keeper, wobei wir machen es andersrum. Wir haben mit Bayaram, Sarmiento, Stiller, Ricci
oder auch Petersen. Fünf Spieler, die die 7 bereits vom Gesamtrating haben. Ich glaube aber nicht, dass man den ZM Ricci, sondern eher Ricky ausspricht. Wie gesagt, jegliche Aussprachefehler, nehmt's mir nicht allzu krumm. Ende der Saison, wir sehen uns gleich. Achso, übrigens, ich bin ja noch immer mal wieder in der Teamzentrale, was auslaufende Spielerverträge und sowas betrifft. Ihr habt's gerade schon bei Buanzu gesehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Nicht Buanzu, sondern Basunu. Ja, nehmt's mir nicht zu krumm mit den ganzen Namen. Alle Neuzugänge haben 5 Jahre unterschrieben. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Das letzte Spiel zu Hause gegen Braunschweig. Es wird ein 1-1. Braunschweig also als Absteiger neben Regensburg. Das waren doch die 2, meine ich. Wir haben deutlichen Vorsprung. Um genau zu sein, haben wir 16 Punkte vor dem FC Ingolstadt. Damit gehen wir völlig verdient auch hoch in die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Positioning-Changes hier auf jeden Fall über die Bühne bringen. Einmal hier als Rechtsverteidiger. Das ist kein allzu großer Sprung. Bayram haben wir einfach nur umtrainiert, dass er wirklich auf der Position spielt, wo er dann auch zu Hause ist. Geht er hoch? Nein. Bleibt aber auf einer 73. Und das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Denn unsere Mannschaft kann sich sehen lassen. Das große Ziel, wir wollen natürlich in der zweiten Liga mit einer 70-Plus-Mannschaft auflaufen. Ob uns das gelingt, sehen wir natürlich erst in der nächsten Spielzeit. Aber das ist unser Team. Auch in der Jugendakademie lief es gar nicht so verkehrt. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Da sind ein paar Spieler mit dabei, die man entweder verleihen kann oder für die Bankbreite ganz in Ordnung sind. Alle guten Dinge sind 3. Ich simuliere auf jeden Fall zum Ende und wir sehen uns bereits nach abgeschlossener Transferphase in der dritten Spielzeit. Auch in Saison Nummer 3 hat wieder alles funktioniert. Eigentlich ist die dritte Saison, ich sag mal so traditionell, die Saison, wo es den größten Umbruch gibt. Aber auf den habe ich tatsächlich dieses Jahr verzichtet. Viele Spieler sind nicht in Frage gekommen. Santiago Jiménez, der war bei Bayern mittlerweile unter Vertrag, 6,4 Millionen. Wir haben einen neuen Stürmer gebraucht und mit Timothy Pembele haben wir einen neuen Innenverteidiger. Der wird aktuell umtrainiert, kam also von Paris Saint-Germain für 3,5 Millionen. Wir hatten von vornherein ein bisschen was über 7. Dazu der Verkauf bzw. die Leihe von Wolf. Verkauft haben wir nur Pirola, Jiménez ist gekommen, Mende 410.000, Trana 700.000 und Rieble. Viel Geld haben die nicht eingebracht, es hat aber trotzdem gereicht. Ein neuer Jugendscout ist auch da. Das ist unsere Mannschaft und abgesehen vom Keeper und von Haas haben wir dann auch die 70+. Der Auftakt, naja, ist okay. 5 Punkte aus 5 Spielen. Wir hatten direkt auch somit die Elite in Liga 2, würde ich behaupten. Augsburg als Absteiger 2-1 gewonnen, Heidenheim unentschieden, dann Mainz, Kiel, Aue und nochmal Mainz. Naja, die Elite ist vielleicht was anderes, aber es wird nicht einfacher. Es ist die Liga 2, dass da qualitative Unterschiede sind, war klar. Wir gucken an den 1. Januar und schauen einfach mal, wie es bis dahin dann gelaufen ist. Wir sind gleich am 1. Januar angekommen, was bedeutet die erste Halbserie eine Stufe höher, also in Liga 2 neigt sich dem Ende zu. Hier haben wir dann Augsburg und Darmstadt in der Wintertransferphase. Wir haben Lübeck auf Platz 3. Okay, ich wollte noch sagen, die Ergebnisse scheinen ganz gut. Wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Dass es Platz 3 ist, bis hierhin hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Aufstieg würde vielleicht auch zu früh kommen, wobei mit dem nächsten Budget, einem etwas größeren Umbruch, könnte das trotzdem stemmbar sein, auch in der höchsten deutschen Spielklasse. Aber noch ist es nicht so weit. Dementsprechend wollen wir darüber auch noch keine Wörter oder gar keine Sätze verlieren. Denn im Endeffekt, wir wissen, wie es ist. Man ist schneller wieder raus, als man gucken kann. Einige neue Spieler aus der Jugend sind auch wieder fest verpflichtet bzw. werden eben noch umtrainiert. Es läuft alles nach Plan, es läuft alles nach Maß und ob es dann wirklich auch mit dem Durchmarsch reicht, sehen wir natürlich erst am Ende der Saison und um diese zu beenden, müssen wir Mitte, Ende Mai simulieren und genau das mache ich jetzt. Ich habe zwischenzeitlich mal ganz kurz aufgrund des Scout-Abschlussberichtes der letzte an den 12. März simulieren müssen oder April, deshalb habe ich gesehen, es ist eine ziemlich enge Kiste mit uns und Kräuter Fürth und daran hat sich auch nichts geändert und deshalb habe ich gedacht, komm, ich mache mal so, dass ich das letzte Spiel noch offen halte. Es ist aktuell wie folgt, Augsburg auf 3, das sehen wir jetzt auch hier in der vergrößerten Tabelle. Fürth ist 1 davor. Schlagen wir Fürth mit mindestens 2 Toren Differenz, ja, dann stehen wir auf jeden Fall vor dem Kleeblatt. Parallel muss Augsburg nach Mainz, ja, gegen den bereits sicher offiziellen Aufsteiger in Liga 1, die 05er kehren also zurück. Wenn es nichts wird, bin ich ehrlich gesagt auch nicht traurig darüber. Bin ich ganz ehrlich mit euch, denn ein weiteres Liga 2 Jahr ist auch nicht verkehrt. Es ist ein 2-1, was trotzdem reichen könnte, wenn der FCA verloren hat und genau so ist es. Wir schlagen Kräuter Fürth, die trotz der Niederlage als direkte Mannschaft hochgehen neben Mainz. Normalerweise schon, genauso ist es. Und wir müssen in die Aufstiegs-Playoffs. Hannover ist der Gegner, wir gehen jetzt nicht selber in jedes Spiel rein. Wir überspringen das einfach hier in der Simulation. Auswärts in der HDI Arena gibt es ein 1-0. Und dann verlieren wir zu Hause 2-1 und verlieren damit die Aufstiegsränge bzw. die Platzierungsspiele um den Aufstieg. Ist aber nicht so wild, nehmen wir einfach mit. Ist jetzt bitter gelaufen, aber um Gottes Willen, ich mache da jetzt kein großes Fass auf. Ich muss mich jetzt
jetzt erstmal wieder an die Transferliste setzen, denn so viele Spieler sind nicht mehr gescoutet. Ich habe sie sogar schon ausgemistet, komplett. Wir müssen jetzt mal gucken, wo setzen wir an? Ja, Haas, der könnte natürlich noch mega die Schritte nach vorne machen. Ich tendiere eher zu einem neuen Torhüter, einem neuen Innenverteidiger, vielleicht auch einem neuen Linksverteidiger. Und dann sollten wir auch nach Ablauf der jetzt kommenden Saison mit einer vielleicht sogar 76, 77 plus im Kollektiv Richtung Erstklassigkeit gehen. Was genau ist in dieser Saison passiert? Schon ein bisschen was. Der Ausverkauf, ja, so in einem geringen Ausmaß, sage ich einfach mal. Pembele 17,1, Filipovic haben wir verliehen, Jimenez ging für 28,5, Basunu 4,2, Mitai 8,2, Lachi, Lucky, wie auch immer, 15,8, Bella Kotschap kam für 13,5, Van de Voort für 31 Millionen, Lukanetz für 8,2, Ludewig vom freien Markt, genauso Akono, Rückholaktion, Blockmann als Backup, Batista Meier genauso und auch Woltemade plus Torben Rhein, einer, mit dem ich ja befreundet bin, von daher Grüße gehen raus an dich, Torben, und zu guter Letzt noch Noah Katterbach für 18 Millionen. Die freien Spieler waren ein Muss, von daher hoffe ich, nehmt ihr mir das Ganze nicht allzu übel. Netz wird als Innenverteidiger umtrainiert, ja, auf der Bank Akono, Woltemade, Batista Meier, Rhein und auch Ludewig, also alle freien Spieler inklusive Blockmann, einfach für die Kaderbreite, was wir, glaube ich, auch benötigen. Hier gibt es eine ganz besondere Sache bei Šeško. Ich hatte den ausgeliehen und ob ihr mir es glaubt oder nicht, weil ich meine, das kann man jetzt leider nicht mehr nachweisen, oder? Nee, das sieht man hier auch nirgendwo. Ich hatte den ausgeliehen, hab den zurückgeholt und das seht ihr jetzt dann auch. Der hat alleine durch die Rückholaktion plus 7 dazu bekommen. Der war auf einer 71. Ich hatte den an Alaves ausgeliehen und dann breche ich die Leihe ab, weil wir halt Jimenez verkauft haben und ich dann dachte, komm, wir setzen auf Šeško, weil davor schon das Potenzial war, hat etwas Besonderes zu werden. So. Und von daher ist der plus 7 hoch. Absoluter Wahnsinn. Natürlich bei uns die Spitze vorne drin und in die Saison sind wir ganz okay reingestartet. Noch keine Niederlage, aber halt unentschieden zuvor hier gegen Fortuna, auch Darmstadt unentschieden, dafür im Pokal weiter und dafür ist das ganze Thema für uns jetzt eigentlich über die Bühne gebracht. Wir gehen an den 1. September, dann wird ein Jugendscout engagiert und dann sehen wir uns auch schon am Ende der Saison. Komm, wir machen das direkt in einem Wisch jetzt. Die Saison ist vorbei, wir noch im Amt, das Manager-Rating zwischenzeitlich im roten Bereich. Das hat sich auch nicht geändert, denn der VfB Lübeck spielt nur Aufstiegs-Playoffs wieder mal. Letztes Jahr Hannover, da sind wir ja gescheitert, jetzt gucken wir mal drauf. Ja, wir haben wieder gleich auf mit dem HSV. Wie bitter ist denn das? Wie viel Pech will man haben? Der VfB Lübeck sagt, ja, das zu dem Thema. Wir haben nämlich ansonsten, ich meine, es waren jetzt 16 Punkte vor Platz 4, da war Holstein Kiel. Ja, Holstein Kiel, so rum. Unsere Mannschaft ist stark, Haas war lange verletzt, der konnte sich nicht so entwickeln. Im Endeffekt, naja, müssen wir da jetzt halt durch. Ich hoffe, dass bessere Zeiten kommen. Netz kann jetzt endlich umtrainiert werden als Innenverteidiger, was auch wichtig ist. Vom Rating bleibt das unverändert, aber so ist es trotzdem gut. Ja, wir müssen das jetzt gewinnen, ansonsten sehe ich tatsächlich schwarz, was unsere Jobgarantie betrifft. Der Gegner steht fest, es ist Eisern Union Stadion an der alten Försterei. Das ist das Hinspiel. Wir wollen natürlich eine gute Ausgangslage. Wir wollen hoch und mit einem 3-0 ist das fix. Da kann mir auch kein anderer was erzählen. Zwischenzeitlich Šeško verschießt sogar noch einen Elfmeter. Das muss es sein mit dem Aufstieg. Am Manager-Rating wird sich trotz Aufstieg voraussichtlich nicht viel ändern. Das ist eben so. Das ist FIFA. Da müssen wir durch. Saison Nummer 5. Wir werden das jetzt noch ganz kurz überspringen. Das seht ihr jetzt im Hintergrund. Eisern Union wird 0-0. Es ist soweit. Der VfB Lübeck steigt also auf und in der 5. Saison müssen wir uns Kader so rüsten, dass wir in der höchsten deutschen Spielklasse bestehen können. Auch in der 5. Saison haben wir die Sommertransferphase bereits über die Bühne gebracht. Ich hoffe, es ist Saison Nummer 5, denn bei mir ist eine Woche zwischen der vergangenen Aufnahme. Ich bin gut am Vorproduzieren. Wenn es zeitlich passt, bin ich immer mit dabei. Wir haben 3 Spiele, 6 Punkte, sind richtig gut reingestartet. Haben wieder mal natürlich auch einige Spieler verliehen, darunter Horvath und Jumbula. Dann haben wir Ricci wieder verkauft, Ricky 31,5, Woltemade 4,35, Batista Meier 20,1 und Netz für 10,6. Und im Gegenzug musste auch was passieren. Es waren aber nur 3 Neuzugänge hier mit Nianzou 35,7, ehemals FC Bayern München, ehemals Paris Saint-Germain. Reinier war beim BVB, war natürlich bei Real Madrid, hier mittlerweile bei Liverpool und auch Curtis Jones natürlich bei den Reds. Bedeutet alle auslaufende Spielerverträge. Unsere Mannschaft sieht wie folgt aus. Wir müssen jetzt gucken, Sarmiento, Bella Kotschap, Nianzou und auch Pedersen. Mit ein bisschen Glück gehen alle 4 auf die 80, dann haben wir die im Kollektiv. Die Wunschliste ist bei uns noch ein bisschen voll mit Spielern, die durchaus kommen können. Hier sind alle 3 Neuzugänge. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Wir starten rein. Mit dem Abstieg will ich nichts zu tun haben. Ich will aber natürlich auch, dass die Mannschaft sich entwickelt. Unabhängig von jeglichen Qualifikationen für Europa. Die Mannschaft muss sich entwickeln und dann ist Europa eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich habe die Hinrunde ein bisschen verfolgt. Es war am Anfang ganz gut, hat dann aber nachgelassen. Ihr seht es hier. Kaum Siege, genauso wenig hier. Aber naja, so ist es nun mal. Eine junge Mannschaft braucht Zeit, braucht Erfahrung. Platz 9, einstelliger Tabellenplatz, den ich tatsächlich unterschreiben würde. Kurz und knapp, im Pokal sind wir noch mit dabei. Wir haben eine
Mannschaft, die tatsächlich jetzt dann bald dieses Level erreicht hat. Alle nochmal hoch, Petersen, Nianzou, also Kouassi hieß er ja, glaube ich, früher, heißt er noch immer, aber jetzt Nianzou als Hauptname, glaube ich zumindest, Bella Kotschap und Sarmiento, die Mannschaft ist geil. Ja, Reinier, Jones, ich will auf die setzen, hoffentlich bis zum Ende, dafür bedarf es aber noch immer natürlich eine qualitative Steigerung, aber die haben ja auch vermutlich noch Minimum mal 3 Spielzeiten Zeit. Die Saison neigt sich dem Ende zu, ich habe eigentlich zum 1.6. simuliert, jetzt habe ich halt abgebrochen, es reicht aber glaube ich nicht mehr für Leipzig. Normalerweise geht es immer 2 Tage nach vorne, genauso ist es. Es ist das Pokalfinale und mal gucken, ihr seid live mit dabei, wir gewinnen den Pokal, gewinnen aber nicht nur das Spiel, sondern auch einige Spiele vorher, spielen auf jeden Fall in der Europa League, spielen nicht in der Europa League, sondern in der Champions League, holen den Titel, stehen auf Platz 4 nach einer bombastischen Rückrunde mit etwas Glück, denn die Tordifferenz entscheidet das zwischen uns und der TSG. Wir haben abgeliefert und das ist irgendwo dann auch mal verdient, hier ein Torschützenfestival. Ja, davor schlagen wir Greuther Fürth, wir haben hier den HSV gehabt, am Anfang Schalke und in Runde 2 Düsseldorf. Ja, wir sind den ganz großen Kalibern aus dem Weg gegangen, jetzt kommen aber weitere, ja, zwangsläufig, da wollen wir aber auch nicht drauf verzichten, denn die Euroleague und die Champions League, die spricht für uns, die spricht für die Qualität, vor allem für die Mannschaft, die sich diesen Schritt jetzt dann auch verdient hat. Es sind alle hoch, abgesehen von Petersen. Mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Ein Jahr und die Spieler stehen vermutlich überall mit einer 83 da. Jugendscout, kümmere ich mich drum und dann fackeln wir nicht länger. Sehen uns in der nächsten Saison mit vollster Zufriedenheit von uns, von euch, vom Vorstand und natürlich auch mit der Königsklasse, wo das Team jetzt nochmal ein bisschen aufgepusht wird. Die Champions League steht, Ajax Amsterdam als erster Gruppengegner, dann der FC Liverpool und Red Bull Salzburg. Alles andere als eine einfache Gruppe, aber dafür hatten wir Geld, knappe 70 Millionen am Anfang, noch 25, die davon übrig sind. In der Transferzentrale sehen wir, es kam Emerson für 67 Millionen, Wesley Fofana 71, Tomori 57,5, Baku 80 Millionen, Messier 57,5 und Callum Hudson-Odoi für 80, auslaufender Vertrag, dementsprechend für uns ein absolutes Schnäppchen. Spieler haben den Verein auch verlassen, welche das sind. Wir sehen es hier mit Martin van de Voort 108 Millionen, Curtis Jones 74, dann Sarmiento 112,8, Bella Kotschap 70,9 und wir haben Nianzou für knappe 47 Millionen verkauft. Alles unglaubliche Preise, dementsprechend ist das unsere Mannschaft. Wir haben den weiteren nächsten großen Schritt nach vorne gewagt, haben das Risiko auf jeden Fall dann auch auf uns genommen und was soll ich sagen, die Mannschaft ist halt bombastisch gut. Von daher gehen wir weiter mit dieser Truppe rein in die Champions League, DFB-Pokal und auch in die Bundesliga plus an den 1. Januar, um zu schauen, ob das Experiment geglückt ist. Wie liegt die Champions League das erste Mal international? Wir blicken im Kalender drauf. Auftaktsieg über Ajax, dann unentschieden gegen die Reds. Wir schlagen Salzburg knapp im Hinspiel, knapp im Rückspiel, auch knapp Ajax und verlieren dann hier gegen Liverpool. Was aber halb so wild ist, solange wir wieder für die Champions League qualifiziert sind, wonach es aktuell aussieht, ist das für mich in Ordnung. Aber sicher ist das noch nicht, ja, in 100 kalten Winter nicht, denn mit 2-3 Niederlagen in Folgen kann man bis auf Platz 10-11 runterrutschen. Keine Chance an Bayern, keine Chance an Dortmund und auch nicht an Hertha. Ja, die Münchner haben eigentlich auch die Meisterschaft schon so gut wie sicher, wenn sie jetzt nicht komplett abstürzen sollten. Wir treffen auf Bochum im Viertelfinale, da ist Bayern zum Glück nicht mehr dabei, dafür Gladbach und Dortmund, aber die schmeißen sich auf jeden Fall zumindest einen gegenseitig raus. In der Champions League heißt es für uns, wir treffen auf Atletico Madrid, nachdem wir Zweiter in der Gruppe geworden sind und so ist es in Ordnung. Ich glaube aber, dass wir hier keine Chance haben werden. Wir gehen aber direkt hin in das erste Spiel, bedeutet in das Hinspiel. Ich habe 3 Jugendscouts geholt, da werde ich mich jetzt auf jeden Fall drum kümmern und dann nächstes Jahr die Mannschaft auf einer 85 plus. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall leben. Gehen wir also ins Hinspiel zu Hause in Lübeck gegen Atletico Madrid. Ob wir hier jetzt was holen oder nicht, ist ehrlich gesagt eher zweitrangig. Es wird ein 0-1, Rafinha ist der Torschütze. Atletico war besser, hat sich das Ding dann auch verdient. Milan parallel 2-4 gegen Liverpool. Aufgrund der Auswärtstorregelung ist hier normalerweise nichts mehr zu holen. Wir simulieren das Ganze aber durch. Wir wollen wieder in die Champions League. Es ist so unfassbar eng und vor allem umso wichtiger, dass wir gegen Bayern und gegen Augsburg gewonnen haben. Gegen Bochum war leider dann Endstation im Pokal. Die Simulation geht an den 1. Juni voran. Nächstes Jahr wollen wir gucken, dass wir Spieler verkaufen, die noch unter einer 85 sind und dann wieder reingehen, denn ihr merkt, die Konkurrenz ist brutal hoch, die schläft nicht. Jetzt ein Spiel gegen Dortmund, was wir verlieren. Gegen Frankfurt ist ein Unentschieden, wie ich finde, in der Simulation vorprogrammiert. Ja, lasst mich aber auch da gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, okay, es ist ein 4-0. Ich bleibe jetzt noch ganz kurz im Commentary mit dabei. Gegen Hannover ein 3-2, auswärts gegen Kiel. Auch das sollten 3 Punkte werden und dann gehen wir unseren Weg auch in der Liga, was natürlich das Wichtigste ist. Ja, es ist ein 1-1 und dann haben wir hier Atletico 2-2. Denkbar knapp, aber trotzdem zeigen wir, dass wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sind. Zu viele Spiele unentschieden, zu wenige gewonnen. Es könnte nicht gereicht haben. Lübeck auf Platz 3. Es hat doch gereicht. Irgendwie funktioniert es dann in den meisten Fällen. Die Bayern haben das erste Mal dann auch verloren in der
der Rückrunde. Ja, das sah ja zum Winter deutlich souveräner aus. Es sind 5 Niederlagen und 3 Unentschieden dazugekommen. Also doch nur noch weitere 10 Spiele gewonnen. Im DFB-Pokal gucken wir drauf, da gewinnt Dortmund gegen Freiburg. Ja, wir sind ja gegen Bochum raus. Das ist für mich auch eine Frechheit, bin ich ganz ehrlich mit euch. Die Champions League gewinnt in diesem Jahr Barca gegen Real. Das spanische Duell, wir sind ja gegen Atletico rausgeflogen, aber spielen nächstes Jahr auch wieder Königsklasse. Haben eigentlich noch ein bisschen Geld, nehmen wir mit ins nächste Jahr. Und da wird es dann vermutlich Bayern treffen und auch Mesli plus Tomori. Und viel mehr würde wahrscheinlich finanziell sowieso nicht drin sein. Tatsächlich bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil nicht ganz so viel funktioniert hat. Ihr merkt hier zwei Keeper, Jan Oblak für dieses eine Jahr geplant. Ja, und hier Dean Henderson entweder fürs nächste Jahr oder halt als Verkauf, dass man dann vielleicht Donnarumma holt. Denn das ist eigentlich so ziemlich der einzige, der noch in Frage käme. Hier Rodrigo 88 Millionen, Konaté 72. Alle hatten einen auslaufenden Spielervertrag. Ganz so viel verkauft haben wir tatsächlich nicht. Welche es waren, gibt es für euch dennoch mal ganz kurz im Hintergrund eingeblendet. Tomori ist gegangen, Messier und auch Bayram. Für ihn haben wir nicht viel Geld bekommen. Der Rumäne wollte wechseln, hatte einen auslaufenden Vertrag. Auch das hat uns finanziell so ein bisschen Schaden ja angehabt, sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem, nimmt man trotzdem mit. Ja, wir können es nicht ändern. Wir haben das Beste draus gemacht, haben eine gute Bank, eine noch bessere Startformation und spielen natürlich auch wieder Champions League mit einer Mannschaft, die jetzt, glaube ich, sogar überall Minimum mal ein 86er Rating hat. Und damit sind wir auch automatisch schon ein Kandidat auf den Titel. Wir treffen auf Paris und zu guter Letzt auf den FC Sevilla. Am 1. Januar will ich euch verkünden, dass wir im Achtelfinale stehen und da vielleicht sogar auf Platz 1, um einen einfacheren Gegner zu bekommen. Und dann ist es halt tagesformabhängig, ob wir vielleicht sogar den Sprung Richtung weitere Runden schaffen. Wie die Champions League Saison diesmal verlaufen ist, blicken wir mal wieder ganz kurz zurück. 3-0 PAOK, 2-1 Paris, 4-2 Sevilla, 3-0 Sevilla, 4-0 PAOK und hier 3-2 Paris. Perfekte Punktausbeute, wer hätte es gedacht. Lübeck auf Platz 1, wir spielen eine bombastische Saison, national wie auch international, und haben uns genau das jetzt auch mittlerweile verdient. Im DFB-Pokal sind wir noch dabei, treffen im Viertelfinale auf Bremen, davor schlagen wir Augsburg und auch hier Schalke. Und in der Champions League hoffe ich natürlich jetzt nach einer souveränen Leistung auf einen angemessenen Gegner, Tottenham, wobei es ist die Königsklasse, da kann alles passieren, da ist kein Team mehr schlechter als das andere, vielleicht minimal, aber ganz große Unterschiede gibt es nicht. Ja, wir gehen reihweg durch, da ist keine schwache Mannschaft mehr mit dabei. Gegen die Spurs sehen wir uns auf jeden Fall als nächstes in der Live-Simulation, und mit dem Blick unserer Mannschaft im aktuellen bestbesetzten Kader sehen wir hier, und ich glaube, wir könnten schon für Furore sorgen. Das ist unser Ziel. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung, das ist hoffentlich ein Trumpf, den wir über die komplette jetzt noch restliche Champions League Saison ausspielen können. Auswärts im Tottenham Hotspur Stadium, Ginter ist der Kapitän. Die Mannschaft ist alles andere als schlecht von den Engländern, aber Tottenham kann man schlagen, und auswärts wollen wir Tore erzielen. Baku, Fabinho, Sesko, nochmal Baku und Osimhen, ein 3-2. Auswärtstore sind gut, ist aber noch nicht mal die halbe Miete, beziehungsweise halt nur maximal die halbe Miete. Es kann noch immer alles passieren. Das Rückspiel steht. Zu Hause wollen wir bei Schnee natürlich Richtung Viertelfinale einziehen, in der Hoffnung, dass das souverän über die Bühne geht in 2-1. Rodrigo noch mit der Führung, dann hatten wir auf der anderen Seite Osimhen und wir hatten bei uns Akono, der eingewechselt wurde für entweder Reinier, Hudson-Odoi oder Konaté, einer der offensiven Spieler sicherlich. Ja, im Endeffekt ist das okay. Ja, ich glaube, da können wir uns nicht beschweren. Weiter ist weiter, und wie das Ganze dann war, ob das eng war oder souverän oder was auch immer, ist uns ehrlich gesagt relativ egal. Das nächste Team kommt ebenfalls aus England, ebenfalls aus der Premier League. Verstecken brauchen wir uns nicht, aber ich glaube, hier ist es dann halt wirklich absolut tagesformabhängig, ob man es wirklich souverän im ersten Spiel hinbekommt. 0-0 ist da nichts, war nicht unbedingt souverän, aber okay, kann man machen. Von daher im Etihad Auswärtstore, und dann könnte das der Weg Richtung Top 4 sein. Dass wir zu Hause die 0 geholt haben, war da tatsächlich schon auch ganz, ganz wichtig, gerade hinsichtlich jetzt des anstehenden Rückspiels. Wir gehen rein, brauchen Auswärtstore, und das 3-2 liegt uns. Stiller, Fatih, Reinier, Ferran Torres und Sesko. Und damit schlagen wir City, wenn auch denkbar knapp, mit einem 3-2 und somit auch schon das zweite Team aus England. Lyon hat das Hinspiel 1-0 gegen Real gewonnen. Jetzt waren wir hier gerade in der Verlängerung. Vielleicht haben wir ja Lyon als Gegner. Würde ich tatsächlich unterzeichnen. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist auch völlig egal, wer dran ist, denn es ist Barca, und dann ist jegliches Hin und Her auch da zweitrangig. Für das Hinspiel zu Hause gehen den FC Barcelona ersetzt Petersen aufgrund einer Rotsperre Noah Katterbach. Wir gehen rein. 1-1 wäre so ein Wunschergebnis tatsächlich. Ob das reicht? Kane und Sesko.
als hätte ich es gewusst. Ja, gut, ein 1-1 nimmt man selbstverständlich mit, bedeutet aber auch, zu Beginn im Camp Nou, Anpfiff, Minute 1 wären wir raus. Wir sind auf jeden Fall verpflichtet, ein Tor zu erzielen. Mit der Offensive bei uns sollte das aber auf jeden Fall möglich sein. El Libertador natürlich, die Rechte nicht mehr bei FIFA, es ist aber das Camp Nou. Und hier eine Mannschaft, ja auch die kann sich sehen lassen. Katterbach ist zurück und hoffentlich trägt er dazu bei, dass wir Richtung Finale einziehen. Und genau das ist der Fall, weil wir auswärts eine Macht sind. Zwar gegen Barca kein einziges Spiel gewinnen, aber auch keins verlieren. Und dank Šeško, der wieder mal trifft, und auch Callum Hudson-Odoi reichen die Tore von Trincao und nochmal Trincao nicht. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, wir sind durch. 3-3 in der Gesamtwertung aufgrund der Auswärtstorregel, die uns hier auch mal wieder, ja, den kleinen Vorteil beschert. Zuvor auswärts abgeliefert gegen die Spurs, gegen City, und auch hier treffen wir wieder mal doppelt. Es ist einfach atemberaubend, ja. Genauso wie die Leistung in der Liga bis hierhin. Das krönen wir mit der Meisterschaft, denn auch die steht bereits seit ein paar Wochen fest. Jetzt heißt es hier Hertha, Stuttgart-Pokal gegen Leipzig in der Schnellsimulation. Gehen wir aber natürlich zusammen rein und dann spielen wir zum Abschluss dieser STG. Ich hoffe, es ist der Abschluss. Es wäre nur der Abschluss, wenn wir gegen Real gewinnen. Das letzte Spiel, Königsklasse. Aber das ganze Statistische jetzt nochmal für euch im Überblick. Der VfB Lübeck trifft auf RB Leipzig im DFB-Pokalfinale. Wir haben noch Leverkusen geschlagen und hier Bremen, während Leipzig durch ist, unter anderem gegen Frankfurt oder auch den VfB Stuttgart. Wir holen also womöglich das Double, vorausgesetzt wir gewinnen dieses Spiel. RB, Dortmund und Bayern wären mit uns für das nächste Jahr Champions League qualifiziert. Da geht es für uns aber jetzt eigentlich darum, dass wir den Titel holen. Ja, Real Madrid setzen sich hierdurch gegen Manchester United, hier denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen Lyon. Und dafür hatten sie davor einen Erfolg über Napoli. Und wir haben das Team in Bestbesetzung hier im Olympiastadion und vielleicht jetzt das Double, wenn wir gewinnen gegen Leipzig. Es ist ein 3-1. Hudson-Odoi, Rodrigo, und es ist dann nochmal Fofana. Zuvor hatte Almada den 2-1 Anschlusstreffer markiert. Estadio Santiago Bernabeu. Für eine kurze Zeit dachte ich, das ist nur das Rückspiel oder das eine Spiel von zwei und wir wären erst im Halbfinale. Dann habe ich aber nachgerechnet und dachte, nein, es kann nur das Finale sein. Für Real jetzt halt etwas glücklich, dass das Finale zu Hause ist. Ja, aber egal, wir sind der Außenseiter, haben trotzdem die Hälfte an Zuschauer auf unserer Seite, spielen in den grünen Trikots gegen Vinicius Junior, Son, Marvin, wir haben Sanchez, Mount und Torres, Munoz, genauso Mondi, Laporte, Ndicka und Lopez, hinten drin Courtois, wir haben aber auch einen Oblak, der im Live-Rating mit einer 98 rumrennt und natürlich gegen die Madrilen, ja, gerade als ehemaliger Spieler von Atletico, dieses kleine Derby für ihn hier heute gewinnen will. Hier ist Jan Oblak im gelben Torwart-Trikot des VfB Lübeck und wir gehen also rein. Der Kapitän ist Angelo Stiller, ich glaube einer der ersten Transfers, wenn nicht sogar der allererste in dieser STG. Ich freue mich riesig drauf. Es müsste die sechste Spielzeit sein, wenn mich nicht alles täuscht. Real Madrid gegen den VfB Lübeck. Es gibt nur eine Mannschaft, die am Ende als Gewinner dastehen darf und das sind selbstverständlich wir. Und genau dafür wollen wir von vornherein Gas geben mit dem Ball auf Hudson-Odoi, mit dem Ball in den Rückraum für Šeško. Šeško, 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 das ist die Latte, aber der Abpraller bei Reinier und dann ist er nicht drin. Weil wieder das Aluminium rettet. Ich habe so schnell nicht schalten können, dass der Ball zu mir kommt. Ich habe geschossen. Wir gucken nochmal drauf. Es ist dann Thibaut Courtois. Eine riesen Chance, die von vornherein eigentlich direkt das 1-0 bedeuten müsste. Das Ding ist jetzt geklärt. Real Madrid hat... Ach du Scheiße, haben die Dusel. Ja, das ist mir jetzt gerade nochmal klar geworden. Reinier nimmt er den direkt danach. Ist das das sichere 1-0? Jetzt heißt es hier hinten drin Oblak mit dem Kopf. Und dann auf unseren Spieler, es gibt Einwurf Real Madrid, es ist ein Hin und Her, das entwickelt sich auch so, das seht ihr direkt auch jetzt am Anfang. Wieder Stiller über die Mitte und dann haben wir die Möglichkeit, ja, der Ball könnte noch kommen. Die Idee ist gut, ein Dicker aber mit dabei und somit wieder mal Real Madrid auf und ab die ganze Zeit. Ja, ihr habt die Möglichkeit von uns gesehen, dann die von Real Madrid, jetzt wieder die Annäherung hier. Wir müssen es halt einfach irgendwie nur ein bisschen ruhiger angehen, souveräner zu Ende spielen. Da glaube ich schon, dass wir hier auch Real Madrid schlagen können. Real kommt jetzt ein bisschen besser ins Spiel. Jetzt gibt es die kleine Kontermöglichkeit für uns. Wir machen das Ganze schön über die Reihe, verteilen den auf Rodrigo. Rodrigo, diesmal muss er doch eigentlich rein. Rodrigo, macht er das stark! Lässt er da, ich glaube, Mondi absolut ins Leere laufen und dann überlegt ins lange Eck. Der ehemalige Spieler von Real Madrid kam aber nicht von Real zu uns, sondern von Liverpool. Aber trotzdem natürlich hier auch für ihn ein wichtiges Spiel gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Das hier ist Weltklasse gemacht und was für eine Ballführung, eine Finte. Keine Chance für den Keeper hinten drin. Es ist das 1-0, es ist die Führung. Angebahnt hat sich's am Anfang, aber zum Ende jetzt der ersten Halbzeit nicht mehr. Denn eigentlich macht das Real jetzt ein bisschen spielbestimmender. Aber unterm Strich ist es halt immer noch wirklich ein völlig ausgeglichenes Spiel. Und es gibt einer, der für mich absoluter
Spieler, Spiel des Spiels, ist Spiel des Spiels wahrscheinlich, Spieler des Spiels, nicht der Torschütze zum 2-0, Šeško, der das Ganze jetzt zur Pause ja völlig überraschend so deutlich gestaltet, sondern Angelo Stiller, der auch wieder hier die Balleroberung im eigenen 16er über die Bühne bringt, dann geht schnell nach vorne, dann ist es Reinier, dann ist es Šeško und er setzt sich hier durch, keine Chance für den Keeper, schön platziert ins lange Eck, für ihn Champions League Treffer Nummer, Achtung, das muss hoch sein, es ist die 9 und ich glaube, damit führt er diese Liste jetzt dann auch an. Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit angekommen. Real gibt direkt mal wieder das Tempo vor. Flanke, Kopfball, Marvin drüber. Ja, die müssen auch. Das 2-0 vor der Pause, das kam überraschend, das kam aus dem Nichts. Ja, vielleicht nicht aus dem absoluten Nichts, aber halt nicht unbedingt vorprogrammiert. Dementsprechend ist das der Trumpf für uns. Wir haben den Vorteil, wir hatten mal das Glück auf unserer Seite. Ich kenne es eigentlich sonst nur andersrum, dass wenn wir das Spiel machen, dass wir die Dinger kassieren. Hier war es andersrum. Hier war es verkehrt. Diesmal also Gegenteil. Jetzt aber Vinicius Junior. Der kommt gegen Oblak. Vinicius Junior, Oblak zum Ersten. Das Ding kommt. Konaté zum Zweiten. Angelo Stiller wieder hinten raus. Der Junge ist überall. Jetzt haben wir Renato Sanchez. Wir haben wieder Vinicius Junior. Madrid weiß, sie brauchen zwei Tore, sonst wird das nichts mehr. Flanke, Stiller wieder mal da. Und das ist halt einfach absolut der Unterschied aktuell. Das Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Und auf der einen Seite klingelt es fast. Auf der anderen könnte das schon die Vorentscheidung sein, wenn die Kugel runterkommt. Ein Dicker aber da. Vorkeeper. Ich weiß gar nicht mehr, wer hinten drin steht. Ist es Courtois? Ist es vielleicht sogar Meslier, der damals von uns dahin gewechselt ist? Ja, ich habe es am Anfang vorgelesen. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf. Das Ding wird geklärt. Solche Konterchancen werden sich, glaube ich, häufen, aber wir müssten sie dann halt auch einfach nutzen, um den Puls etwas runterfahren zu können. 15 Minuten sind jetzt noch übrig, noch steht die Null. Thuram kommt jetzt für Marvin ins Spiel, Flanke, Oblak ist da, da ist dann aber auch Torres Munoz, der probiert's, wieder ist es Stiller und wieder hat der den absoluten Überblick und die Kugel auf Reinier, das ist Šeško, das ist gut gemacht, ganz oben ist jetzt Hudson-Odoi und das sind die Lücken, die wir jetzt mit dieser Truppe ausspielen können, das ist Hudson-Odoi, in der Mitte ist Reinier und er muss es drüber machen, macht er auch, 3-0, Deckel drauf, keine Chance für den Keeper, Weltklasse gespielt und somit ist es die Vorentscheidung in einem Spiel, dass wenn ich jetzt wirklich alle knappe 80 gespielten Minuten bis hierhin zusammenrechne, völlig unverdient 3-0 für uns steht, wenn es unentschieden steht und auch 1-0, sagt kein Mensch was, aber das hier ist dann schon ein oder zwei Stufen zu hoch, Haas kommt jetzt für den Torschützen zum 3-0 und damit war's das, wir spielen den Stiefel runter und Lübeck ist Champions League Sieger, noch nicht offiziell, aber es ist nicht mehr lang. Aber natürlich hat man eine ganze Saison dafür gearbeitet und es würde sich nicht lohnen, jetzt schon Kopf in den Sand zu stecken. Deshalb gibt es weiter Konterchancen für uns. Petersen jetzt für Emerson. Den muss Šeško natürlich gerade eben machen. Den macht er eigentlich blind. Dafür macht er ihn nach der Ecke. Es wird jetzt deutlich. Und Real Madrid kann einem tatsächlich nur leid tun. Real 0, Lübeck 4. Es ist halt eigentlich, zumindest gemessen am Ergebnis, eine Machtdemonstration. Ihr habt aber die Chancen ja live mitbekommen. Es ist halt nicht unbedingt genau so gelaufen. Jetzt kommt Torben rein, einer meiner Kollegen. Ja, den kenne ich auch in der Realität. Wir haben viel Kontakt jetzt hier für Angelo Stiller. Also beide ehemaligen Bayern 2 Profis tauschen sich jetzt hier untereinander nochmal ab. Und somit heißt es auch für Torben rein, gibt es Einsatzminuten im Champions-League-Finale plus die Ehre der Binde. Denn er hat nachher dann den Henkelpott in der Hand. Zumindest als Erster. Das Spiel ist aus, der Schiedsrichter pfeift ab und hier sehen wir Torben Rein, der Kapitän, der jetzt gleich den Henkelpott in die Luft tragt. Rodrigo, Reinier, Šeško, Šeško, das sind die Torschützen. Real, ja, bitter, es tut mir leid, aber das haben wir uns verdient. Über die ganzen 6 Jahre haben wir uns das erarbeitet mit dem nötigen Glück, aber auch mit der Mentalität, mit dem Willen, mit allem, was dazugehört. Und deshalb jetzt Siegerehrung, Podest, wir wollen den Henkelpott. Hier ist Torben Rein, Angelo Stiller hätte es sich auch verdient gehabt. Wenn ich ein bisschen mehr nachgedacht hätte, hätte ich nicht mehr gewechselt. Aber es ist halt jetzt einfach so, eine Mannschaft und da ist egal, wer vorne steht, die Mannschaft hat sich das verdient. Grün-Weiß gewinnt die Champions League. Und damit sind wir am Ende dieser STG angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.